Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Hermann von Helmholtz, der Universalgelehrte und der Augenspiegel. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und ihrer Arbeit. Hier ist die Übersicht zur Dokumentation. Eine differenzierte Einführung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel stellt den Universalgelehrten Hermann von Helmholtz vor. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Hermann von Helmholtz, der Universalgelehrte und der Augenspiegel. Zunächst zur Biografie. Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz, seit 1883 geadelt, wurde am 31. August 1821 in Potsdam geboren und starb am 8. September 1894 in Berlin mit 73 Jahren. Hermann Helmholtz war der Sohn des Gymnasiallehrers August Ferdinand Julius Helmholtz und seiner Frau Caroline Helmholtz, eine geborene Penne. Hermann von Helmholtz war einer der letzten großen Universalgelehrten und versuchte, Zusammenhänge zwischen Physik, Physiologie, Elektrotechnik und Psychologie herzustellen. Er trug den Beinamen der Reichskanzler der Physik in Analogie zu Bismarck. Der junge Helmholtz besuchte das Gymnasium in Potsdam, an dem sein Vater Direktor war. Schon früh hatte er großes Interesse an Physik und Naturwissenschaften. Ab 1838 studierte er Medizin in Berlin und promovierte 1842 als überdurchschnittlicher Absolvent. Anschließend arbeitete er an der Charité sowie 6 Jahre lang als Militärarzt. 1848 wurde Hermann Helmholtz Professor für Physiologie in Berlin und wechselte 1849 nach Königsberg. Wegen seiner tuberkulosekranken Frau, also eine wirkliche Geißel der Menschheit, diese Tuberkulose damals, verließ die Familie das raue ostpreußische Klima und er nahm 1855 eine Professur in Bonn an. Von 1858 bis 1870 besetzte er den ersten Lehrstuhl für Physiologie in Heidelberg. Helmholtz hatte Olga von Felten 1849 geheiratet. Sie hatten 2 Kinder. Als Olga 1859 an der Tuberkulose starb, stand er mit den 2 kleinen Kindern da. Hier ein schönes Altersbild unserer Hauptfigur mit dem Augenspiegel, das die Atmosphäre des Fin du siècle recht gut wiedergibt. Helmholtz heiratete 1861 seine zweite Frau, Anna von Mohl, mit der er 3 Kinder hatte. Eine Tochter wurde die Schwiegertochter von Werner von Siemens. 1870 wechselte er das Fach und wurde Ordinarius für Physik an der Universität Berlin. 1877 wurde er Rektor dieser Universität. Helmholtz war ein Mitbegründer der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, die nach vielen Wechselfällen der Geschichte 1990 in die heutige Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung in Berlin überging. Als Hintergrundbild für diese Zeit möge dienen dieses Gemälde von einem Hofball in Berlin, in der Mitte Kronprinz Friedrich, dem später als Kaiser Friedrich III. Der Krebs nur 99 Tage Zeit zum Regieren ließ, im Gespräch mit dem Berliner Oberbürgermeister und neben ihm Hermann von Helmholtz, damals Direktor der Berliner Universität, und im roten Talar der Dekan der Medizinischen Fakultät, unser Rudolf Virchow, der beste Pathologe seiner Zeit. Rechts im Türrahmen der kleinwüchsige, aber großartige Hofmaler Adolf Menzel. In seiner letzten Lebensphase musste Hermann von Helmholtz viele Schicksalsschläge leider ertragen,
so den Tod seines Sohnes Robert 1889, den Tod seines Freundes Werner von Siemens 1892, siehe dort, und 1894 den frühen Tod seines genialen Schülers Heinrich Hertz, siehe dessen Kapitel. Am 8. September 1894 starb Hermann von Helmholtz mit 73 Jahren an einem zweiten Schlaganfall. Das Bild zeigt ihn wenige Tage vor dem Tode. Er ist in Berlin-Wannsee begraben. Hermann von Helmholtz zu seinem Werk und seiner Wirkung. Hermann von Helmholtz war einer der letzten großen Universalgelehrten. Er arbeitete sehr vielseitig und versuchte, Zusammenhänge zwischen verschiedenen Fachgebieten synoptisch herzustellen. Als junger Forscher verbesserte er 1847 in Berlin ein elementares Gesetz der Physik, den Energieerhaltungssatz des Heilbronner Arztes Julius Robert von Meyer, und wandte diesen fruchtbar auf Probleme in der Physik und in der Elektrochemie an. Energie ist gespeicherte Arbeit. Der Heilbronner Arzt Julius Robert Meyer, 1814 bis 1878, fand den ersten Hauptsatz der Thermodynamik, den sogenannten Energieerhaltungssatz. Dieses Gesetz zur Erhaltung der Energie besagt, die Energie in einem abgeschlossenen System ist konstant. Energie kann nicht neu geschaffen werden und sie kann auch nicht vernichtet werden. Energie kann nur umgewandelt werden, zum Beispiel kinetische Energie in Wärmeenergie, Wärmeenergie in kinetische Energie, chemische Energie in Wärmeenergie etc. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik drückt dann aus, in welche Richtung Energieumwandlungen möglich sind. Seine Arbeiten brachten große Fortschritte, zum Beispiel in der Physiologie. 1842 bewies er in seiner Doktorarbeit bereits den Ursprung der Nervenfasern aus Ganglienzellen. Hermann von Helmholtz entwickelte 1850 eine Apparatur, das Myographion, hier im Bild, mit der er als erster die Nervenleitgeschwindigkeit maß, in diesem Fall an den Nerven von Fröschen. Immerhin konnte man mit dem Gerät den Verlauf und die Form der elektrischen Impulse bestimmen. Helmholtz beschäftigte sich auch mit der Physiologie des Ohres. Er entwickelte 1863 die Resonanztheorie des Hörens in der Schnecke des Innenohres als physiologische Grundlage für eine Musiktheorie. Helmholtz interessierte sich besonders für die Physiologie des Auges und das brachte reiche Früchte. Er verbesserte die Theorie des Farbensehens von Thomas Young. Thomas Young, 1773 bis 1829, war ein englischer Augenarzt und Physiker. Er entwickelte bereits 1801 eine erste Dreifarbentheorie. Diese wurde von Hermann von Helmholtz 1852 verfeinert durch die sogenannte additive Theorie. Helmholtz zeigte, dass drei Grundfarben, nämlich Rot, Grün und Blau, zur Erzeugung aller übrigen Farben genügen. Beide vermuteten, dass es drei Arten von Photorezeptorzellen im Auge geben müsse, was später auch bestätigt wurde. Hier sehen wir links die Effekte der sogenannten additiven Farbmischung, der für uns wichtigen physiologischen Farbmischung. Wenn sich die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau alle überschneiden, dann entsteht das weiße Licht. Und wenn sich nur zwei dieser Grundfarben überschneiden, entstehen die drei Sekundärfarben Gelb, Cyan und Magenta. 1851 entwickelte Hermann von Helmholtz in Königsberg den ersten brauchbaren Augenspiegel, das Ophthalmoskop, hier im Bild, zur Beurteilung des Augenhintergrundes, der heute noch ein wichtiges Instrument in der inneren Medizin und in der Augenheilkunde darstellt. Dieses Gerät und die Methode haben vielen Millionen Menschen geholfen. Ausgehend vom Helmholtzschen Ophthalmoskop kam es dann in rascher Folge durch andere Forscher im Inland und Ausland zu Veränderungen und Verbesserungen der Geräte und der Methodik der Augenhintergrundspiegelung. Die Entwicklung ging weiter. So sahen dann Augenspiegel in der Nachkriegszeit aus.
Hier ein etwas klobiger amerikanischer militärischer Augenspiegel, daher auch vielleicht der skeptische Blick der Patientin. Das Prinzip ist das gleiche geblieben. Heutige Augenspiegel sind deutlich kleiner und zierlicher. Ferner erfand Helmholtz 1851 das Ophthalmometer, ein Gerät zur Bestimmung des Krümmungsradius der Augenhornhaut. Die Augenhintergrunduntersuchung oder Netzhautbeurteilung, hier im Bild eine gesunde Netzhaut links mit dem gelblichen Sehnerveneintritt und in der Mitte der rötliche Fleck ist die Makula, das heißt unseren kostbarsten Quadratmillimeter, die Stelle des schärfsten Sehens. Also diese Netzhautbeurteilung etablierte sich in der Praxis nicht nur zur Diagnostik von Augenerkrankungen, sondern sie ist eine einfache Methode, mit der wir ein direktes Bild von unserem Gefäßsystem, seinem Zustand, seiner Gesundheit und drohenden Erkrankungen erlangen können. Zum Vergleich ist hier ein Augenhintergrund zu sehen, eine Netzhaut, die nicht mehr gesund sind, sondern die im Alter oder durch Risikofaktoren bedingt gelbliche Einlagerungen aufweist, sogenannte Drusenstoffwechselendprodukte, die dann das Sehen beeinträchtigen. Ausführliche mathematische Untersuchungen über Naturphänomene wie Wirbelstürme oder Gewitter hier im Bild oder Gletscher machten Hermann von Helmholtz zum Begründer der wissenschaftlichen Meteorologie. Als Namensgeber wird Helmholtz seit 1958 geehrt durch die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. Dieser Institutsverbund besteht aus 18 unabhängigen naturwissenschaftlichen und medizinischen Zentren für die Spitzenforschung mit insgesamt 44.000 Mitarbeitern. Sie arbeiten eng mit Universitäten zusammen und werden zu 70% öffentlich finanziert. Aus einer Fülle von Erfindungen und Anregungen dieses vielseitigen Geistes will ich hier beispielhaft zwei bemerkenswerte Werke vorstellen. Die Helmholtz-Spule in der Elektrotechnik bezeichnet eine Anordnung von zwei parallelen kreisförmigen Magnetspulen, die durch Feldüberlagerung zwischen den Spulen ein besonders gleichmäßiges Magnetfeld erzeugen. Sie haben verschiedene Anwendungen und sind heute zum Beispiel in Atomuhren wie hier im Bild oder in der Magnetresonanztomographie im MRT in Gebrauch. Der Helmholtz-Resonator wurde von ihm 1859 entwickelt und ist ein akustischer Resonator. Das ist ein schwingungsfähiges System, das bei Anregung mit der Eigenfrequenz zu schwingen beginnt. Er besteht aus einem luftgefüllten Hohlgefäß aus Glas oder Messing mit einer Öffnung. Ein alltägliches Beispiel ist eine Flasche, wie hier im Bild, die am Hals angeblasen einen Ton erzeugt. So kann zum Beispiel ein Grundton aus einem Tongemisch heraus identifiziert werden. Der Helmholtz-Resonator wird heute noch vielfältig genutzt, zum Beispiel in Automotoren oder zur Schalldämmung. In der Erkenntnistheorie gibt es das Vier-Phasen-Modell des kreativen Prozesses. Es geht auf Beobachtungen von Hermann von Helmholtz 1884 und den französischen Mathematiker Henri Poincaré 1908 zurück. Graham Wallace, ein britischer Erziehungswissenschaftler und Politologe 1858 bis 1932, fasste 1926 die Beobachtungen systematisch so zusammen. Die erste Phase ist die Phase der Präparation oder Vorbereitung. Das Problem wird als solches erkannt. Die zweite Phase ist die Inkubation. Man glaubt nie eine Lösung zu finden und fühlt sich schlecht. Die dritte Phase ist die Illumination. Der Geistesblitz erscheint als plötzliche Erleuchtung oder als Heureka-Erlebnis. Die vierte Phase ist die Verifikation. Hier erfolgen die Machbarkeit und die Umsetzung. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel.
Diese bunte Mischung aus Ingenieurwissen und Naturwissenschaften möge über unsere Fachgrenzen hinaus den Horizont erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren wie Hermann von Helmholtz, die sich vielseitig und kreativ gezeigt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi.